enda domani donis dei da sera. La lunna la net, l'onzo flaria clera. In che ciò da là, tu es in amor mia. Ruhige Nebenstraßen, griffiger Asphalt, sanfte Kurven. Das Finchgau mit seinen Seitentälern ist auch für Motorradfahrer ein Paradies. Vor allem für die, die ruhiges Dahingleiten lieben und gerne auch einmal für ein schönes Erinnerungsfoto anhalten. Die vier Biker vom Bad Homburger Horex Club haben sich heute als Ziel das Martelltal ausgesucht. Die Strecke führt vorbei an allem, was das Südtiroler Finchgau auszeichnet, wie Obstgärten und die Zeugnisse einer alten Kultur. Also was mir hier unten besonders gut gefällt, ist, dass die Straßen recht gut sind und dass man von einem Pass zum anderen Pass, ohne dass man jetzt großmächtig runterfahren müssen, die Ortschaften weiterfahren kann. Das ist hervorragend hier. Ob das jetzt in die Schweiz reingeht oder ob das jetzt nach Österreich oder eine Runde nach Italien geht, ist einfach super. Hier gibt es Felder mit Erdbeeren im September. Ja, man kann frische Erdbeeren kaufen und mit Sahne essen. Das ist einfach der Knaller. Und überhaupt die ganzen Strecken hier unten, die sind sehr gut, sehr schön zu befahren. Und dann hat man natürlich hier unten die Königin der Straße, das ist das Stürzjoch. Aber wer zu spät kommt, den kann im Spätsommer oder Herbst auch einmal der Schnee bestrafen. Auf über 2700 Metern Passhöhe kann über Nacht der Winter auf dem Stilfser Joch Einzug halten. Nach ein paar Tagen ist die weiße Pracht zwar meist wieder verschwunden, wer sich dennoch jetzt nach oben traut, ist hier fast allein und kann grandiose Ausblicke genießen. Ohne das Wasser aus Tausenden von Beregnungsanlagen hätten die Obstbauern im Finchgau kaum eine Chance. Das ausgesprochen trockene Klima des Tales ist eigentlich gar nicht geeignet für den Apfelanbau. Wie gut, dass die umgebende Gletscherregion so viel Wasser bietet, dass alljährlich doch eine reiche Ernte eingefahren werden kann. Für den Wohlgeschmack ist die Sonne dagegen höchst willkommen, wovon man sich als Urlauber im Apfelgarten Südtirols bei einer Hofführung mit Verkostung selbst überzeugen kann. Das ist ein Golden Delicious, das ist dieser Apfel hier. Ungefähr 70%, glaube ich, im Finchgau vorhanden. Ja. Der Rest sind dann. Wolfgang Drahorath ist als Agrarwissenschaftler ein ausgewiesener Apfelexperte. Er kennt die besonderen Vorzüge der einzelnen Sorten, nicht nur für den Gaumen. Die ideale Fruchtform, Sie sehen das auch hier, ist eher etwas länglich. Nicht? Sie soll etwas konisch länglich sein. Wenn dann der Apfel im Herbst eine rote Backe bekommt, dann ist es dann besonders schön. Rund 250.000 Tonnen Äpfel wachsen jährlich im Finchgau. Und Obstbauer Hubert Pohl weiß genau, wem er das zu verdanken hat. Seinen Vorfahren. Schon seit Jahrhunderten haben sie versucht, Wasser von der Itsch und von den Bergbächen abzuleiten und auf die Felder zu bringen. Früher natürlich nur in Form von Berieselung. Das sind die sogenannten Wale, die entstanden sind, die heute noch sehr beliebt sind als Spazierwege. Und da hat man das Wasser herangebracht. Das Wasser war im Finchgau immer Minimum, möchte ich sagen, von allen Wachstumsfaktoren. Dass die Wege entlang der Wale, der historischen Bewässerungskanäle, bei Wanderern bis heute beliebt sind, hat zwei gute Gründe. Erstens verlaufen sie meist ohne größere Steigung und zweitens führen sie häufig durch schattigen Wald.
Schließlich sollte ja das Wasser auf dem Weg ins Tal nicht gleich wieder verdunsten. Ein wenig altertümliche Technik zum Anschauen und Anfassen gibt es obendrein, auch wenn im Herbst tatsächlich nur noch wenig Wasser im Waal zu finden ist. Obst am Baum, Obst im Keller. In den Gewölben des Sternerestaurants Kuppelrhein in Castelbell liegen kostbare internationale Weinraritäten Seite an Seite und Glas an Glas mit den bodenständigen Produkten der heimischen Landwirtschaft. Während ihr Mann Jörg in der Küche wirkt, kümmert sich Sonja Trafeuer um alles, was im Keller lagert. Zu den selbst eingekochten Früchten haben die Trafeuers eine ganz besondere Beziehung. Die Früchte spielen genauso eine wichtige Rolle hier bei uns im Kuppelrhein. Wir tun alles selber reinlegen, fast auch noch ernten, sehr viel biologisch. Das suchen wir immer, wird jetzt immer mehr im Finchgau, Gott sei Dank, sehr wichtig. Und der Apfel wird eingelegt, die Marille, die Birne, die ganzen Säfte, Lindenblüten, das machen wir alles für den Winter. Zum Kochen eignet sich sehr gut. Der Präburn ist ein sehr harter Apfel, hat leichte Süße und trotzdem genügend Säure, was für ein Gericht sehr wichtig ist, denn Säure gibt immer Frische dem Gericht. Mit seiner traditionell kreativen Küche hat sich Jörg Trafeuer bereits einen Michelin-Stern erkocht. Heute steht auf dem Programm ein Rehrücken mit erlesenen Zutaten, vor allem heimischen. Also die Kartoffeln und die Äpfel sind hier aus dem Tal. Was nicht aus dem Tal ist, ist natürlich die Gänsestopfleber und die weiße Schokolade. Apfelchips, wieder ein Reh, Apfelchips. Und jetzt haben wir den schiefen Turm vom Pisa, aber im Finchgau mit Reh gemacht. Und natürlich mit Finchgauer Äpfeln. Guten Appetit. Am Eingang des Finchgaus, direkt an der Einmündung des Schnalztals, thront hoch über der Straße das mittelalterliche Schloss Juval. Vor einem knappen Vierteljahrhundert kaufte der Extrembergsteiger Reinhold Messner die damals stark verfallene Ruine und baute sie wieder auf. Heute ist Juval sein Sommerdomizil und einer von 5 Standorten des Messner Mountain Museums, die über ganz Südtirol verteilt sind. Der Mythos Berg, dem Messner diesen Teil seines ungewöhnlichen Museums gewidmet hat, begegnet einem zunächst ganz bodenständig am Fuß des Schlossbergs in Form eines Bauernladens. Hier werden lokale Produkte von Finchgauer Erzeugern angeboten. Vom Apfel bis zum berühmten Südtiroler Speck, von der Marillenmarmelade bis zum Bergkäse. Reinhold Messner, auf dessen Initiative dieser Laden entstanden ist, sieht in der regionalen Vermarktung eine pure Notwendigkeit für die Bergbauern der Umgebung. Diese landwirtschaftlichen Produkte, die sehr wertvoll sind, die aus den Bergen kommen, die müssen wir lokal veredeln und lokal verkaufen. Nicht nur, weil wir sonst die Autobahnen vollstopfen mit unseren Produkten indirekterweise, sondern weil es sich sonst nicht lohnt. Wenn wir nur die Produktion machen, und die Veredelung und die Vermarktung zweiten, dritten, vierten Linien lassen, dann bleibt den Bauern 20% des Endpreises, 15% des Endpreises, 30%, wenn es gut geht, des Endpreises. Und davon kann er nicht leben. Auf halber Strecke zum Schloss macht das Allround-Talent auch gleich vor, wie erfolgreiche Vermarktung aussehen kann. Auch diesen Bergbauernhof musste Messner erst wieder aufbauen. Inzwischen hat er ihn einem Pächter übergeben. Heute gibt es hier 4 moderne Ferienwohnungen und auf dem Hof wird Gemüse und Fleisch für den Eigenbedarf in feinster Qualität produziert. Und was der Pächter nicht selbst verzehrt, gibt es gleich nebenan beim Schlosswirt. Auf diese urige Gaststätte sind auch schon internationale Gourmet-Zeitschriften aufmerksam geworden. Denn die Küche von Wirtin Monika kann mit der malerischen Optik der Wirtsstube mühelos mithalten. Hallo.
Nach dieser leckeren Einkehr ist es dann an der Zeit, die letzten Meter hinauf zum Schloss zu bewältigen. In den letzten 15 Jahren bin ich weltweit gereist, nicht mehr die höchsten Berge zu besteigen und auch nicht die schwierigsten, dafür bin ich zu alt geworden, sondern die mythologisch wichtigen Berge, die heiligen Berge. Und deswegen habe ich hier versucht zu erzählen, dass die Berge weltweit für die lokale Bevölkerung in Tibet, bei den Indios, früher bei den Inkas oder auch in Ostafrika, auch eine religiöse Bedeutung haben. Es hätte wohl keinen besseren Platz für die zahlreichen Mitbringsel seiner Reisen geben können, als in dieser verzaubert wirkenden Umgebung. Auch ein Teil von Messners Privaträumen ist zu besichtigen. Nur im Juli und August, wenn er selbst mit seiner Familie hier wohnt, ist das Museum geschlossen. Ebenso immer mittwochs. Rund 40 Kilometer westlich, am anderen Ende des Finchgaus und auf rund 2000 Metern Höhe, liegt, etwas versteckt unter der Erde verborgen, ein weiteres der Messner Mountain Museen. Ein Dachfenster zitiert die Form einer Gletscherspalte. Es lässt Licht ins Museum und erlaubt von drinnen den Blick auf König Ortla. Diese Blickachse war für Messner einer der Gründe, das Museum hier zu errichten. Draußen habe ich das Eis, den Ortler, den ich sehe. Drinnen habe ich Reliquien, Kunst zum Thema Eis und natürlich auch Aussagen zum Thema Eis, dass jeder Mensch, der selber nicht da hinaufsteigen kann, der die Mittel nicht hat, der die Zeit nicht hat, vielleicht auch nicht die Kletterfähigkeit oder die Ausdauer, der kann sozusagen über uns als Stellvertreter mit diesen Museen verstehen, was der Berg für den Menschen bedeutet. Und noch etwas hat der Bergsteiger aus dem Himalaya mitgebracht, eine Yak-Herde. Den genügsamen Bergrindern gefällt es im rauen Klima von Sulden ausgesprochen gut. Und vielleicht ist ja das schmackhafte und praktisch cholesterinfreie Fleisch der Yaks tatsächlich ein vielversprechendes Zukunftsprodukt für Finchgauer Bergbauern. Der Garten von Schloss Trautmannsdorf. Für seinen Innovationsgeist, die eindrucksvolle Gestaltung und die perfekte Synthese aus Natur und Kunst wurde er schon zum schönsten Garten Italiens gewählt. Dass es inmitten der Südtiroler Bergwelt ein solches botanisches Kleinod gibt, ist dem besonderen Klima zu verdanken, das Meran aufzuweisen hat. Die Stadt liegt in einem Talkessel auf knapp 300 Metern Höhe und ist umgeben von hohen Bergen, die sie vor Wind- und Regenwetter schützen. Auch wenn ringsherum noch Skifahrer die Hänge bevölkern oder im Herbst schon der eine oder andere Schneeschauer die Gipfel weiß pudert, ist hier mindestens der Frühling zu Hause. Kein Wunder, dass Meran bereits seit dem 19. Jahrhundert als Kurstadt bekannt ist und die Promenaden und prunkvollen Häuser ein beliebtes Ziel vom Echten und vom Geldadel waren. Im gut erhaltenen historischen Kern bunt verzierte Stadthäuser entlang der Laubengasse, die einen Bummel bei jedem Wetter erlaubt. Touristisches Zentrum ist der Kurbezirk an der Passa, von wo aus die Sommerpromenade direkt zum Denkmal von Kaiserin Sissi führt. Sie hielt sich gern in Meran auf. Klassizismus und Jugendstil prägen das herrschaftliche Kurhaus. Und selbst der Bahnhof strahlt